Nein! Fuck, fuck, fuck. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Bavarian Sport Guy und hier mit mir ist mein Bruder. Und wir testen den Koop-Modus von Seven vs. Wild. Natürlich nicht ganz so krass, weil wir sind Survival-Anfänger, Outdoor-Anfänger. Und deswegen machen wir das Ganze ein bisschen reduziert. Aber wir sind jetzt die nächsten Tage hier Outdoor, haben schon unser Shelter da hinten aufgebaut. Seht ihr gleich, wie das Ganze ausschaut. Aber erstmal ist wichtig, um was geht das Ganze? Und als allererstes, wie sind wir überhaupt hierher gekommen? So, wir sind jetzt ganz am Anfang unserer Survival Challenge. Wir sind kurz davor loszufahren und wir haben uns 10 Gegenstände jeder ausgesucht und nummeriert von 1 bis 10. 1 das Wichtigste, 10, was wir denken, das Unwichtigste. 4 Gegenstände haben wir sicher und wir müssen jetzt würfeln mit einem Würfel. Und so viel, wie wir würfeln, dürfen wir noch zusätzlich mitnehmen. Also wenn wir 1 würfeln, dann die ersten 5 Gegenstände, wenn wir eine 6 würfeln, alles. Willst du anfangen? Eine 2. Schwierig. Nice. 6. Ich habe zu viel D&D gespielt. Wir marschieren jetzt gerade los. Wir müssen ans Zielgebiet und wir haben hier eine Karte bekommen. Also Einweisung für Tag 1. Hier ist der Start, hier ist das Ziel. Wir werden jetzt ungefähr so, also eine Stunde, eineinhalb Stunden wahrscheinlich unterwegs sein. Vielleicht 2. Und dann sind wir an unserem Zielspot und schauen nochmal, erkunden den ein bisschen, schauen da, wie der so ausschaut. So, wir haben jetzt eine gefährliche Flussüberquerung vor uns. Also hier hinter uns ist die Isar und wir müssen jetzt noch drüber. Gut, dass hier eine Brücke ist, also gehen wir jetzt einfach über die Brücke, weil sonst wäre es ja auch dumm. Luis versucht noch herauszufinden, wo wir jetzt hin müssen. Er ist hier nicht ganz sicher, aber ich habe es schon gefunden. Hier ist nämlich ausgeschildert. Biergarten Aumeister, genau richtig. Da geht's lang, 5 Kilometer noch. Oder nö, einfach großen Schritt und dann ein bisschen gehopst. Ja gut, so langsam bin ich nicht, Kugel. Und 1, 2, 3. Also gelange zum markierten Bereich, dort sind deine weiteren Gegenstände deponiert. Auf dem Weg zum markierten Bereich musst du einen größeren Fluss überwinden, nutze hierfür keine Brücke. Und der Max meinte, dass wir einfacher vom Westen kommen. Und vorne haben wir noch einen Stuhl. Einen Koffer gefunden, der ungefähr wirklich wahrscheinlich schon 2-3 Jahre rumliegt, weil der wirklich mit Moos bewachsen ist, richtig. Hat wahrscheinlich irgendjemand was entsorgt, was nicht gesehen werden darf. Und das hier ist wirklich Müll, Müll. Also das ist in der Mülltüte einfach Müll entsorgt. Aber Pfand. So, hier haben wir noch einen Stuhl. Der schaut eigentlich noch echt gut aus. Da kann man sie noch draufsetzen. Also abgesehen von der Nacktschnecke da, aber der ist noch gut. Aber er fühlt sich nicht so an, wenn was drin wäre. Der ist schon verrottet. Ja, wahrscheinlich. Aber es stinkt nicht. Also gehen wir weiter. Weg von dem Ding. Und hier sind wieder die schönen Todesblumen. Die wachsen, wenn jemand Blut vergossen hat. Nein, natürlich nicht. Die wachsen, wenn der neue König von Gondor gekrönt wird, hat mir der Luis gerade erzählt. Das heißt, es ist gerade wieder soweit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Ich schätze so, also wir schätzen so 11. Und wir haben vorher gewettet, wann wir an unserem Spot sind. Ich meinte 12. Ich glaube jetzt schon, dass ich falsch liege. Oh. Schlange. Geiler Shit. Ich glaube wahrscheinlich 1 klingt realistisch, dass wir da ankommen. Das heißt, wir waren dann wahrscheinlich so 5 Stunden unterwegs. So, hier sind wir wieder. We are back. Der Weg war falsch. Wo geht's jetzt lang? Von hier sind wir wahrscheinlich. Wollten wir eigentlich hier direkt durchgehen. Hat aber nicht so geklappt. Jetzt gehen wir dahin wieder zurück und schauen, dass wir hier rüberkommen. Dann müssen wir wieder hier drüber, scheiße. Ah nein, wir können hier den Baum nehmen. Stimmt, den haben wir vorhin gesehen. Ja.
Ja, schöner Versuch war es, aber geht anscheinend nicht. Grüß dich, Bub. Dann geht's da lang. So, wir sind jetzt den Weg hierher gekommen. Hier, im Pfad. Und der Max meinte, hier ist schon ein Shelter. Und ich glaube, wir haben es gefunden. Das ist natürlich nicht das Shelter, das wir dann, oder das Shelter werden wir nicht hernehmen, weil wir haben ja einen ganz anderen Auftrag. Aber wir haben jetzt hier ganz kurz Pause gemacht, GoPro-Akku gewechselt. Hier ist auch eine kleine Feuerstelle, die er gemacht hat. Die finde ich auch ziemlich cool mit hier quasi Kopfkissen. Und hier, das wollte ich mir noch anschauen, aber da kann ich nicht hin, wirklich, weil hier schon Wasser ist. Da hat er auch noch irgend so einen kleinen Steg oder versucht eine Brücke zu bauen oder sowas. Und wir müssen hier auch noch jetzt irgendwo über den Fluss drüber, weil unser Platz, unser Target Location ist in die Richtung. Wir haben uns entschlossen, über diesen Baumstamm rüber zu gehen und mit diesem langen Stab da das Wasser zu teilen wie Moses. Den als Stützstock zu benutzen und dann hier drüber zu gehen. Und ja, I don't know, ich weiß es noch nicht. Ja, geht schon. Also es gibt bestimmt bessere, aber es gibt auch schlechtere Ideen. Ja, also wenn man sich mit dem abstützt, dann sollte man eigentlich nicht reinfallen, glaube ich. Action. Action. Okay. Ups. Weil das hier das aushält. Eigentlich schon. Ja, das. Boah. Boah, shit. Warte mal, ich würde gerne die Seite wechseln. Weil es den Stab nämlich wegtreibt. Und da kann ich dann nicht gescheit aufstützen. Ja, aber so kann ich mich am. Das ist besser so. Wobei weiß ich nicht, ob das besser ist. Shit, das ist echt nicht so. Was auch mega rutschig ist. Also ich glaube ehrlich, dass das eine bessere Möglichkeit ist als hier. Oder einer zieht sich wirklich die Sachen aus und wartet durch. Ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen eher. Ich würde es ehrlich gesagt eher so machen. Okay, muss ich nicht ausziehen? Ah ne, warte mal, müssen wir eh beide durch. Ja. Schaffst du es? Ja, geht's. So, easy, elegant. Ich glaube, dass ich so gehen kann. Ist Wasser fest oder nicht? Achso, ja, ist gut. Ja. Und jetzt beim Aufstehen darf ich jetzt nur nicht umfallen. Hier ist ein bisschen matschig, aber es geht. Die Frage ist, ob man da weiterkommt. Nein! Fuck. Oh, das ist halt richtig mies hier. Ich weiß auch nicht, ob man da weiterkommt. Oh, ja. Brauchst du irgendwie Hilfe? Soll ich dir die Hand geben oder so? Das ist eine Spinne. So, die Frage ist, ob wir da jetzt, Erik? Ja, warte. Ob wir da jetzt hier direkt gehen? Da oder ja, da links? Da unten, da hoch. Also ich bin jetzt hier reingestiegen, da geht's noch einigermaßen, wenn du da genau in die Mitte von den Pflanzen steigst. Dann probieren hier drüber. Kannst du machen. Ich komme da aber nicht durch, glaube ich. Ich würde hier auf die Pflanzen steigen. Muss halt riskieren. Keine Ahnung, ob es hier nass ist. Ja, ist nass. Aber ich mach's hier platt, dann siehst du, wo es nass ist. Es geht. Geht schon. Dann hast du halt nasse Socken, mein Gott. Schnell weiter. Damit es nicht zu. Okay, passt. Hey, meine Socken sind nicht nass.
Ja, vielleicht kommt es noch. Aber es ist auch bei dir nicht so, du bist nicht so tief schon, mal bei mir oben ist oben. Stimmt. Oben rein. Meine sind auch neu. So, jetzt da durch, oder? Ja, da drüber, oder? So, wir haben eventuell ein kleines Problem. Und zwar, wir sind jetzt hier wieder an diesem Shelter. Und dann seht ihr hier. So, folgendes, der Luis ist jetzt hier über den Fluss. Ich war da auch schon drüber, der Luis war davor auch schon drüber und erkundet es da hinten, weil wir glauben, dass man da drüber muss, über diesen Baumstamm und da hinten dieser Spot ist, bei dem wir unsere Gegenstände finden sollen. Zumindest stand es so auf dem Zettel. Wir haben aber noch keinen Bereich gefunden, wo irgendwelche Gegenstände deponiert sind. Wir haben vorher, also seitdem wir hier waren, mache ich mal eine kurze Recap, was wir gemacht haben. Wir sind hier in die Richtung ein bisschen gelaufen, dann da lang. 50 Meter in die Richtung war einfach ein besserer Baumstamm. Da sind wir rüber geklettert. Dann sind wir nochmal weiter in die Richtung. Wenn man sich das hier anschaut, in die Richtung, dahinter, also eigentlich fast gerade hinter, auch nochmal 50 Meter. Da sind wir auch nochmal über den Fluss drüber mit einem Baumstamm. Da hat es mich fast reingelegt. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter gegangen und da haben wir einen Jägerstand gefunden und einen so einen kleinen Bereich mit einer Wildkamera. Und dann sind wir das Ganze wieder einmal komplett rum, da hinten, so diesen Weg. Und dann sind wir wieder hierher gekommen, zu diesem Shelter. Perfekte Länge vom Stock. Gerade so. Ja. 20 cm kürzer wäre da richtig scheiße. Ja. So, wir haben uns jetzt entschieden, nach dieser Flussüberquerung allen Gegenstände nach und nach rübergegeben haben. Weil wir haben einen einigermaßen guten Shelterplatz gefunden. Und da bauen wir jetzt alles erstmal auf, dass wir zur Not dort einfach campen können. Egal, ob das der richtige Spot ist oder nicht. Und da gehen wir jetzt hin. Oh. Und oh, da war ein Loch. Ja, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal. Auf jeden Fall ist es wichtig, genau, dass wir ein Shelter für die Nacht bauen, weil sonst ist es dunkel. Ja, Himmel schaut gerade nicht nach Regen aus, vorher hat es doch nach Regen ausgesehen, aber sonst ist es dunkel und wir haben noch nichts aufgebaut und sonst dann ist das kacke. Und es wird bestimmt seine Zeit brauchen, weil wir haben das ja noch nie gemacht. Es ist zwar eigentlich relativ simpel in der Theorie, aber in der Praxis doch immer wieder was anderes. Noch diesen Berg hier hoch. Hier links ist übrigens das, da hinten, wo wir vorher rüber über den Fluss sind. Und Luis hat bei seiner Erkundungstour festgestellt, wenn man hier lang geht, einfach außen rum gehen kann. Ja. Toll. So, und hier schlagen wir jetzt unser Shelter mal auf. Schaut eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen ja eigentlich mindestens so ein Dreieck, wo wir unser Tarp spannen können. Die drei Bäume finde ich schon gar nicht schlecht aus. So, wir haben uns jetzt entschlossen, zwischen diesen zwei Bäumen Paracord zu spannen, das Tarp drüber zu legen und dann auf beiden Seiten abzuspannen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Und ja, bin ich mal gespannt. Einmal kurz, wie es drin ausschaut. Ich meine, das ist ganz 0815 Tarp über ein Seil hier gespannt und innen halt unsere Schlafplätze. Gut, das ist unser Nachtlager, haben wir hinbekommen, war jetzt nicht so schwer. Ich suche jetzt mal hier einen Spot, denn falls es wilde Tiere anlocken sollte, was ich nicht glaube, aber die Chance ist ja immer da,
suche ich mir jetzt etwas, was höher gelegen ist und was ein bisschen weg ist. Und da hänge ich das Ganze dann auf. Und dann sollten theoretisch, gibt es ja immer irgendwelche Tiere, Wildschweine, im Zweifelsfall Bären, Luchse, Füchse, keine Ahnung was. Und die will man natürlich nicht direkt bei sich haben, wenn man in der Nacht schläft. Und die riechen das um einiges besser als Menschen. Das weiß man ja. Also das, glaube ich, brauche ich niemandem mehr erzählen, dass Tiere, die meisten Tiere besser riechen können als der Mensch. Und deswegen, ich finde nur hier leider nichts. Ich werde mal noch ein bisschen weitergehen und das dann aufhängen. Ich habe jetzt diesen Ast gefunden. Und da wird der Rucksack aufgehängt. So, hier hängt der Rucksack. Ist, würde ich sagen, einen Meter über dem Boden ungefähr. Natürlich kann man es auch höher aufhängen, muss man aber nicht. Er ist zu, das heißt, da werden auch keine irgendwelchen Viecher wahrscheinlich reinkrabbeln, Ameisen etc. Und die will man ja auch nicht bei sich beim Schlafen haben. Das heißt, der ist jetzt schon mal für die Nacht verstaut. Und jetzt ist eigentlich nicht mehr so viel zu tun, denn heute können wir eh nicht mehr viel machen. Und ich bin echt fertig. Und der Luis auch, der liegt schon im Zelt. Nochmal Wasser zu holen für die Nacht. Bei der Gelegenheit zeige ich euch auch gleich meine Trinkflasche. Das machen wir jetzt gleich noch. Und ja, dann bis gleich mit der Trinkflasche. Zeit, Wasser aufzufüllen. Die Filterflasche habe ich von Amazon bestellt, hat 60 Euro gekostet, von Bachgold. Und die funktioniert eigentlich ganz einfach wie jede Filterflasche. Man zieht das Ganze hier aus. Hier wird dann das Wasser reingefüllt. Dann muss man natürlich den Deckel runter machen, weil sonst geht keine Luft raus. Und dann schiebt man das Ganze hier wieder rein und hier unten ist der Filter drin und dadurch wird das Wasser gefiltert. Hier ist auch eine Markierung, wie hoch man das einfüllen sollte, maximal, aber bisher ist es immer übergegangen. Also ich würde es bis hierhin oder so auffüllen. Das machen wir jetzt mal. Wichtig ist, ihr seht, das Wasser ist relativ dreckig, aber es fließt. Das ist das Wichtigste. Also hier hinten, ihr seht, der Bach fließt und deswegen ist es okay. Ich würde aus stehenden Gewässern, wenn es nicht unbedingt sein muss, nie irgendwas rausnehmen, denn da sind Bakterien und Viren einfach viel, viel häufiger, weil das Wasser einfach nicht durchfließen kann und sich so die ganzen Bakterien sammeln. Das ist meistens wärmer und deswegen eigentlich nie aus stehenden Gewässern Sachen entnehmen. So, jetzt müssen wir uns hier auf diesem Baumstumpf ein bisschen fortbewegen. Der ist relativ rutschig, deswegen stelle ich mich auch hier so an. So, und dann entnehmen wir hier einfach mal. Ja, sollte auch schon reichen. So, ich gehe mal lieber wieder zurück, bevor ich hier noch baden gehe. Deckel abdrehen, ganz easy. Und dann muss man hier das Ganze einfach nur reindrücken. Und ihr seht, da kommt nach und nach das Wasser durch. Ist relativ anstrengend, weil man muss das Wasser durch die Filter drücken. Es ist gut, wenn man es auf den Boden stellt und dann einfach mit hier, mit der Hand drauf drückt. Aber ich mache es jetzt mal so. Krafttraining schadet ja nie. Und ihr seht, ganz langsam bewegt sich das hier nach unten. So, und aus diesem Flusswasser ist hier wunderschön klares, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht es, Wasser geworden. So, entweder mit Deckel, ohne Deckel ist egal. Ich trinke eigentlich immer ohne Deckel, weil man einfach schneller draus trinken kann. Aber ihr könnt auch einfach zuschrauben, zack, mitnehmen und ihr habt, weiß ich nicht, 0,7 Liter Wasser. So, draußen ist, wie ihr sehen könnt, noch relativ hell. Ich weiß nicht, ob man hier was drin sieht. Da ist der Luis, da bin ich. Und es ist zwar noch wirklich hell, aber wir gehen jetzt trotzdem mal schlafen, weil der Tag doch echt anstrengend war. Und naja, schauen wir mal, ob wir irgendwann in der Nacht aufwachen und was Spannendes passiert. Aber jetzt erstmal eine gute Nacht.